Servus, grüezi, hallo und recht herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast und zwar zur 9. Folge in unserem Projekt Neu Bartelshagen Reloaded und wir spielen auf der PlayStation 5. So, ich bin hier noch bei der Feldarbeit und wir müssen das Feld hier noch kalken und so, ihr seht es hier, in der letzten Folge haben wir nämlich uns einen Hühnerstall gegönnt und unser Hofhund ist ebenfalls hier. Schauen wir mal ganz kurz. Ich habe hier noch ein bisschen dekoriert, ein bisschen Bäumchen und Büsche gepflanzt, auch hier hinten noch ein bisschen dekoriert. Und unser Hofhund achtet darauf, dass sein Ball nicht weggeht, nicht verloren geht und dass unsere Hühner da sind, wo sie hingehören. Gut. Bringen wir erst noch mal ihn hier an den Start, kalken das Feld fertig, dann werden wir unseren Lindner holen und dann holen wir Futter für die Hühner, weil die müssen nämlich noch gefüttert werden, das haben wir noch nicht getan. So, rechts haben wir unser Feld, wo schon der Raps angesät ist, gedüngt, gekalkt und auch gewalzt, das Feld ist fertig. Und dieses Feld hier, das bereiten wir vor, weil wir dann im nächsten Monat, entweder auf diesem oder auf dem anderen Feld, da schauen wir nochmal, will ich dann auf jeden Fall nochmal eine Runde Getreide ansehen. Und ein Feld, denke ich, lassen wir brach liegen für nächstes Jahr. Da können wir dann im März oder im April, ja, Sonnenblumen oder Mais würde ich gerne aussehen. Dafür brauchen wir dann auch eine Einzelkorn-Saatmaschine. Die haben wir noch nicht in unserem Fuhrpark, die werden wir dann noch besorgen. So, den Streifen machen wir auch noch, damit die Sache sauber wird. So, da drüben rechts steht unser Lindner und wartet darauf, dass wir dann mit dem kleinen Hänger entweder Weizen oder Getreide holen und das werden wir dann unseren Hühnern zum Füttern geben. Ja, ich will es jetzt schon mal ankündigen. Neu Bartelshagen werden wir natürlich weiterspielen. Das Projekt wird natürlich fortgeführt. Ich habe ja dann noch ein Zeitrafferprojekt mit der Map Frühling. Aber ich würde gerne noch einen anderen Hof starten, weil der ist jetzt auch relativ neu rausgekommen und auch schon bekannt. Ich glaube, war schon auf jeden Fall LS17. Die Rede ist von Krebach, der Hof Krebach oder die Map Krebach. Wobei natürlich auf der PlayStation, da gibt es diese nicht, da gibt es dann Unterkrebach und das ist ein schöner kleiner, ja so klein ist er eigentlich gar nicht, aber die Map ist schön klein und schnuggelig und der Hof ist wunderschön und das Projekt würde ich dann gerne die nächsten Tage auch angehen. So, den lassen wir jetzt hier rennen und so als Alternative eben zu dieser Map, die hier ja mit großen Feldern arbeitet, möchte ich gerne noch eine andere Map spielen, wo man eben dann doch ein bisschen mehr mit kleineren Feldern, kleineren Geräten und so weiter arbeitet. Und da habe ich mir eben die Untergräbach rausgesucht, weil die gibt es für die PlayStation, die können wir auf der Konsole spielen, die eigentliche Gräbach leider nicht. Und die Konsolenvariante, ja, da dürft ihr euch drauf freuen. Da will ich dann mal schauen, ob ich am Wochenende hier die ersten Folgen dafür aufnehme. Hier rechts sind unsere Kühe. Ich glaube, denen geht es ganz gut. Der Fütterungsautomat, der funktioniert. So. Hier haben wir unsere Walze, mit der wir die anderen Felder ja gewalzt haben. So. Den Mulcher, den legen wir jetzt hier ab. Upp, falsch. So. Dann holen wir uns den Strautmann. Naja, wo ich ja schon in der vorigen Folge angemerkt habe, dass es da wohl am Hänger liegen muss, am Anhänger, dass das mit diesem, dass es eben mit dem Helfer nicht ganz so klappt, wie eben jetzt mit dem anderen Gespann, mit dem Pfänd und dem großen Anhänger, der jetzt gerade wieder da ist.
der hier schön arbeitet, der Helfer, und uns das Stroh auf den Hof bringt zum Bearbeiten. So, dann schauen wir mal, was wir hier. Weizen, Gerste haben wir noch da. Und die Gerste, die können wir auf jeden Fall unseren Hühnern. Ja, jetzt wollen wir dem Kollegen nicht in den Weg fahren. So, wir schauen nochmal. Ja. Ja, jetzt wäre er ein bisschen größeren Bogen, aber naja, würde hängen bleiben. Also wie gesagt, da muss ich mir noch Gedanken machen, wie wir das vernünftig hinbekommen mit einem ordentlichen Tor. So. Weil ganz möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten. Und naja, vielleicht müssen wir es einfach ein bisschen nach hinten versetzen. So, was ist los? Wo kippen wir ab? Oder kann der gar nicht? Doch, oder? So, schauen wir mal, was die Hühner brauchen. Getreide. Mögen Weizen, Gerste und Sorghum. Weizen, Gerste und Sorghum. Na, mal schauen. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Na, der Trigger ist ein bisschen klein. So. Dann schauen wir mal. Gut. 2900. 2092 Liter. Aber das wird jetzt am Anfang mal reichen. Die Frage, die ich mir natürlich immer noch stelle, brauchen wir jetzt eigentlich in der Realität ja oder nein? Brauchen wir eigentlich jetzt einen Hahn oder brauchen wir keinen Hahn? Naja, auf der anderen Seite. Eigentlich ein Hahn muss ja sein. So, auswählen. Aber da sollte einer reichen. So. Dann einen Hahn kaufen. Okay. Und dann schauen wir mal, wo er rumspringt. Ah ja, da ist er ja, der Kollege. Und wir hören ihn auch. Hallo, servus. So. Ja, was ist denn mit dir? Ja, was ist denn? Schauen wir mal. Zack. Na. Ja. Komm. Und wo ist der Ball? Da ist der Ball. Ja, wie gesagt, die Anforderung besteht noch, dass wir unserem Hund einen Namen geben müssen. Also schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch mittlerweile was Interessantes eingefallen ist. Wie gesagt, Bello, Fifi, Hasso, Pluto oder so Sachen, lassen wir mal lieber außen vor. Bin mal gespannt, wie kreativ ihr sein könnt für einen Hofhundnamen. So, dann packen wir den jetzt erstmal wieder unter das Dach. So. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass er zwischenzeitlich wieder leer ist. Und dann holen wir wieder Kalk. Ja, da werden wir mit Sicherheit zweimal fahren müssen. Ja, Kalk ist eben... Da braucht man immer jede Menge, wenn man die Felder zum ersten Mal kalken muss. Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass sich unser Hof so richtig... Ah, seht ihr da vorne? Unser Fütterungsautomat 17:02 und unser Fütterungsautomat hat wieder gearbeitet. Also ich gehe mal davon aus, dass unsere Kühe jetzt auch gut versorgt sind. So, also. Ja, unser Hof entwickelt sich. Da tut sich doch einiges. Wird immer mit der Zeit größer und wir haben immer mehr. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, neben den Kühen, neben den Schweinen... auch die ersten Hühner am Start. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, mit dem müssen wir auf jeden Fall später zum Waschplatz, so dreckig wie er ist. Kann man ja fast nicht mehr durch die Windschutzscheibe schauen. So. Jep, klappt aus.
Jahrhundert beginnen wir mit der Ausbringung des Kalks. So, links unten könnt ihr es sehr gut erkennen in unserer Karte. Die gelben Bereiche, die orangenen, hellorangenen Bereiche sind die, die leider ja, zu wenig Kalk haben. Und da, wo es jetzt grün wird, da haben wir jetzt die ordentliche Kalkausbringung bzw. die ordentliche Menge Kalk ausgebracht. Und der pH-Wert stimmt jetzt auf diesem Feld. Da haben wir ungefähr einen pH-Wert von 5,7 und angestrebt wird ein pH-Wert immer so um die 6,5, 6,75. Das ist so unser Zielwert und da steht es dann auch optimierter Wert für Lehm. Also wir fahren jetzt gerade über den Boden und die Bodenart ist Lehm und da geht man von einem Wert von 6,75 aus und die Ausbringmenge 7 Tonnen auf den Hektar. Dann schauen wir mal. Ah ja, der Kollege ist auch wieder hier, hat wieder Stroh geliefert. Dann gucken wir doch mal, wie viel wir jetzt im Silo haben. Okay, unsere Mini-BGA hat nur Stroh im Moment. Ja, und unser 493.000 Liter, also sehr jede Menge, sehr ordentlich. Silage haben wir im Moment 13.000. Und hier... Die Mini-BGA hat ja auch folgenden Grund, das seht ihr auf der rechten Seite, Gärreste, die benötigen wir dann für unsere Felder. Da werden wir dann die Grunddüngung machen und da werde ich dann später noch zur Gülleausbringung eine Maschine kaufen. Und bevor wir dann eben im nächsten Monat mal schauen, Sonnenblumen oder Mais ausbringen, werden wir erstmal eine Grunddüngung machen auf dem Feld. Und das machen wir eben mit den Gülleresten und mit den Gärresten und mit der Gülle von den Tieren. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, also das funktioniert jetzt hier einwandfrei mit dem Helfer. Mit dem Überladen aus unserem Mietsilo, wenn das dann leer ist, dann wird das eben auch verkauft. Dann arbeiten wir nur noch mit dem Silo auf unserem Hof. Aber das wird wohl noch einige Fahrten benötigen. So, schauen wir mal hier. 52% sind noch drin. So, dann können wir auch mal wieder ein bisschen selber fahren. Ein bisschen Geld für die Helfer einsparen. Weil wir müssen immer noch im Blick behalten, auch wenn wir jetzt unser Konto ja noch gut gefüllt ist mit 447.000 im Moment. Wir müssen natürlich immer im Blick behalten, dass wir dann für die nächste Saison, wenn es dann um die Ernte geht, natürlich uns noch einen Drescher kaufen müssen. Und da müssen wir dann immer so mit ja, 300.000, 400.000 rechnen. Vor allen Dingen, weil wir ja dann auch noch das Schneidwerk benötigen. Und wenn wir eben auch Mais oder Sonnenblumen aussehen wollen, dann benötigen wir ja zwei Schneidwerke. Und da sollten wir dann so, boom, ja, Pi mal Daumen, schon 500.000 auf dem Konto haben. Also müssen wir ein bisschen drauf achten, aber ich bin mir sicher, dass wir noch über den Winter gut Geld verdienen werden, weil wir ja jetzt schon Milch produzieren und auch die Hühner werden uns die ersten Eier liefern. Und das müsste meines Wissens alles so eben im Winter dann doch ordentliche Beträge oder Einnahmen bringen. Ja. Ja, da denke ich, werden wir noch zwei Bahnen fahren müssen. Jetzt fahre ich hier die Außenbahn. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch rüber müssen. Ich meine, solche Funktionen wie GPS und so weiter haben wir ja leider auf der Konsole nicht. Da müssen wir dann schon selber gerade fahren. Oder es halt den Helfer überlassen, der dann die Spur entsprechend hält.
Tja, und während ich jetzt hier langsam fertig kalke, bedanke ich mich wieder bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich, der Badenfarmer, sage recht schönen Dank und sage Tschüss, Ciao, Cheerio.